Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Kritik an Regierungsplänen für Corona-Notbremse. Saarlands Ministerpräsident Hans nannte es in der Welt völlig unkreativ, jetzt in einen weiteren Voll-Lockdown zu gehen. Man könne doch nicht auf alle Alternativen verzichten. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes soll kommende Woche verabschiedet werden. Daten zur Infektionslage. 23.804 neue Corona-Fälle wurden binnen 24 Stunden beim Robert-Koch-Institut erfasst. Knapp 300 weniger als vergangenen Samstag. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz liegt bei 161. Justizministerin Lambrecht fordert hartes Vorgehen bei Corona-Protesten. Bei Regelverstößen müsse glasklar eine rote Linie gezogen werden, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dazu gehöre neben strafrechtlicher Verfolgung auch, dass die Polizei in letzter Konsequenz Demonstrationen auflöse. Ringen um Entscheidung über Kanzlerkandidatur der Union. Parteikreisen zufolge haben der CDU-Vorsitzende Laschet und CSU-Chef Söder am Abend ihre Beratungen fortgesetzt. Die CSU fordert eine Mitsprache der Unionsfraktion. Söder-Unterstützer aus der CDU wollen abstimmen lassen, sollten sich die beiden nicht einigen. Ende der Ära Castro in Kuba. Der 89-jährige Raúl Castro gab seinen Rücktritt als Vorsitzender der Kommunistischen Partei bekannt. Er war seit 2011 Parteichef und hatte das Amt von seinem älteren Bruder übernommen, dem Revolutionsführer Fidel Castro, der 2016 starb. Als neuer Vorsitzender der KP Kubas gilt Präsident Díaz-Canel. Das Wetter im Nordwesten und in Küstennähe freundlich. Bis zum Mittag auch im Westen sowie ganz im Süden. Sonst bedeckt mit etwas Regen, im Bergland mitunter auch Schnee. 2 bis 14 Grad.